Frage hier, normale Edition oder Deluxe Edition? Hallo meine lieben Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen zu einer weiteren Review hier bei Hunter & Friends und heute so eine kleine Doppel-Review hier, Septima, und zwar Deutsch Retail hier von Skellig und Deutsch Deluxe Edition, Deluxe Ausgabe. Ja, beides natürlich ursprünglich Mind Clash. Das Ganze ist ein Strategiespiel, 1 bis 4 Spieler, sie sagen 25 Minuten pro Spieler. Das hört sich erstmal nicht so richtig viel an, muss man mal sagen, ab 12 Jahren. Mind Clash Games ist natürlich ein Name, der für, sagen wir mal, etwas anspruchsvollere Spiele steht. Das große Spiel, was für mich da immer noch die Benchmark ist oder wo ich einfach dran denken muss bei Mind Clash, ist natürlich Tricarion. Wirklich immer noch ein ganz tolles, sehr thematisches Expertenspiel. Und Septima knüpft auf jeden Fall an diese Tradition an. Natürlich haben die auch noch andere Spiele gemacht, aber Tricarion für mich eben das Beste davon. Es ist sehr thematisch. Wir spielen Hexen, ja. Hexen und Hexer, die im Wald rumlaufen. Wirklich nett ausgedacht. Wir sind quasi eigentlich gute Hexen, denn wir müssen vor allem Tränke brauen, um Krankheiten zu heilen, ja. Aber trotzdem, weil wir da eben mit Magie und so weiter und komischen Zutaten agieren, die nur im Mondschein irgendwo wachsen und so weiter, trotzdem machen wir uns halt bei unseren lieben Mitmenschen, denen wir eigentlich helfen, ordentlich verdächtig, was dazu führt, dass sie Jäger uns hinterherhetzen, die uns im Wald aufgreifen, wenn wir zu verdächtig werden. Und dann zerren die uns schön, unsere schönen Hexen, zerren sie vor Gericht und wollen sie sozusagen aus dem Land vertreiben. Also verbrannt wird hier niemand, so weit ist hier nicht gegangen. Es soll ja auch, ne, eigentlich alles so ein bisschen nett sein. Aber gut, unsere Hexen können theoretisch verbannt werden, was natürlich schlecht für uns ist, wenn sie vor Gericht ja zu vielen wütenden Bürgern da ausgesetzt sind. Das Ganze ist ein Strategiespiel, Eurogame. Mind Clash selber bewirbt es so ein bisschen damit, oder ja, dass es tendenziell ein bisschen einfacher ist. Man kann auch erstmal sagen, dass es ein quasi Grundspiel und ein vollständiges Spiel hier gibt. Beim Grundspiel gibt es noch so ein großes Tableau, eine sogenannte Ritualleiste, die nicht mitspielt, und es spielen auch keine Zauber mit. Das sind noch so zusätzliche Fähigkeiten, die wir über die Ritualleiste bekommen können. Also, ne, ist sozusagen so ein Modul, wo man dann sagen kann, okay, wenn man es erstmal einfacher haben will, dann lässt man das weg. Das Spiel funktioniert über einen Kartenmechanismus. Wir haben Aktionskarten, die wählen wir verdeckt aus, können dabei aber auch noch diskutieren, was wir auswählen, denn wenn wir die gleiche Aktion wie ein Mitspieler aufdecken oder wie die Septima, das ist so ein Bot, der auch immer eine Aktion jede Runde zufällig auswählt, dann ziehen wir gleich und kriegen sozusagen einen Bonus, können entweder eine Zusatzaktion ausmachen oder die stärkere Aktion ausmachen, aber gleichzeitig erhöhen wir dadurch unsere Verdächtigkeit. Die eigentlichen Aktionen sind relativ simpel, wir können uns bewegen über so einen Spielplan, da sammeln wir dann die Zutaten ein, die wir wiederum brauchen, um unsere Tränke zu brauen, und dann müssen wir noch zu unseren kranken Mitmenschen ins Dorf laufen, um dort die entsprechenden Krankheiten mit den richtigen gebrauten Tränken zu heilen. Wir können auch singen, das senkt unsere Verdächtigkeit wieder, weil zu verdächtig sollten wir, wenn es geht, nicht werden. Sonst laufen wir Gefahr, eben vor Gericht zu handeln, sodass wir unsere Hexen in den Gerichtssaal verlieren. Die Hexen sind quasi, wir können bis zu 4 Hexenplättchen haben. Das sind einfach Spezialfähigkeiten, die wir dadurch eben wieder verlieren können. Wir können aber auch durch das Gerichtsverfahren, wenn wir das gewinnen, sozusagen wieder neue Hexen bekommen mit neuen Spezialfähigkeiten. Dazu können wir Bürger entsenden in den Gerichtssaal, die für uns stimmen, wo dann geguckt wird, ja, wer hat da die Mehrheit, wird eine Hexe eventuell verbannt, also geht weg, oder kriegt man sie neu dazu, weil man da den Gerichtsprozess gewonnen hat.
Im vollständigen Spiel ist es so, dass dieses Gleichziehen noch einen weiteren Effekt hat, denn es gibt so eine Ritualleiste, das ist einfach so eine Leiste, an der wir hochlaufen. Und da gibt es dann immer zwei Möglichkeiten, links oder rechts hochzulaufen mit zwei Aktionssymbolen. Und wenn wir gleichziehen und eine von diesen beiden Aktionssymbolen stehen gerade zur Auswahl bei der Ritualleiste, dann laufen wir da vorwärts und kriegen dann entsprechend Boni auf der Leiste. Hauptboni dort sind, dass wir Zauber bekommen können. Ja, das sind einfach starke Spezialfähigkeiten, die sich allerdings auch wieder erschöpfen. Es gibt dann wieder noch eine neue Aktionskarte, mit der wir auch Zauber dann wieder aktivieren können. Ja, und das Ganze spielen wir dann eine Anzahl von Runden. Es gibt so einen Jahresrundenzeiger. Innerhalb eines Jahres ändern sich auch die Mondphasen. Das hat was damit zu tun, welche Zutaten wir einsammeln können. Wir müssen auch ein bisschen gucken, wo wir uns bewegen, wenn wir zu verdächtig sind, weil je nachdem, wo wir uns befinden auf dem Spielplan, könnte es sein, dass wir am Ende der Runde gibt es so eine Jägerphase, wenn wir da unsere Verdächtigkeit erhöht haben, könnte es sein, dass wir vom Jäger geschnappt werden. Das sollten wir auch möglichst verhindern. Da wird so gewürfelt und geguckt, ob der uns erwischt. Und ja, je verdächtiger wir sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das auch passiert. Prinzipiell muss ich sagen, ist das schon ein sehr, sehr schönes Spiel. Man hat hier vor allem natürlich wieder mal, ja, ein Thema wirklich liebevollst umgesetzt. Mir gefällt auch das Artwork richtig gut. Erinnert mich natürlich auch ein bisschen an Tricarion. Hat einen besonderen Charme, einen besonderen Stil. Ist einfach wirklich was Besonderes. Da ist Mindclash schon ganz, ganz weit vorne. Das Spiel selber hat auch wirklich sehr, sehr schöne Komponenten. Es ist jetzt nichts davon ist wirklich neu, aber es gibt natürlich ein paar Sachen, die mir persönlich wirklich gut gefallen. Speziell diese Gerichtsverhandlung finde ich immer ein schönes Element, ja, wenn es nochmal so eine Ab, das ist ja so eine ganz andere Mechanik, da ist dann plötzlich so ein Ziehen aus dem Sack, ne? Vorher macht man irgendwie Aktionen und was weiß ich, und dann gibt es eine Phase, die ganz anders spielerisch funktioniert. Das mag ich prinzipiell sehr gerne, passt natürlich auch thematisch ganz gut. Das Einzige, was man da so ein bisschen sagen muss, und das gilt generell für Septima, man muss sich klar machen, dass das Spiel einige Glücks, ist vielleicht falsch gesagt, aber Zufallselemente hat. Das liegt sowohl auch bei dieser Geschichte mit dem Jäger, ne? Je nachdem, was ich würfel, läuft er halt schneller oder langsamer. Das ist natürlich schon irgendwie ein bisschen glücksabhängig. Und bei der Gerichtsverhandlung natürlich auch, weil da wird eben aus dem Sack gezogen, die Bürger, ne, je nachdem. Und wenn dann halt meine Farben einfach nicht gezogen werden, dann kriege ich halt auch diese Hexe nicht. Ne? Natürlich, es wird dann ein bisschen ausgeglichen, weil dann eben ne, die anderen kommen dann weg, die Erfolg haben und so weiter, habe ich bei der nächsten Runde mehr Chancen. Trotzdem, der Glücksfaktor bleibt. Und es ist auch tatsächlich so, dass die Hexen gefühlt, die sind ja wie Spezialfähigkeiten, doch sehr unterschiedlich nützlich sind. Ja, speziell auch beim Anfang kriegt man eine Hexe zugeteilt und da hatte ich schon das Gefühl, also da gibt es einfach wirklich gute Hexen, die einfach sind, die viel bringen und welche, die doch sehr situativ sind und nicht so viel bringen. Das Gleiche gilt auch für die Zauber. Ja, wenn man jetzt mit diesem vollständigen Spiel spielt, auch da spielt der Zufall doch ordentlich mit rein. Also auch zum Beispiel, komme ich auf der Ritualleiste überhaupt vernünftig vorwärts, weil ich auch zur richtigen Zeit gleichziehe. Ne? Weil ich ne, mit den richtigen, ich muss ja quasi, ich habe ja nicht so viele Möglichkeiten, ich muss wirklich mit der richtigen Karte, mit den richtigen Aktionen gleichziehen, um da hochzukommen, wenn das eine Strategie von mir ist und das einfach zufälligerweise nicht klappt mit meinen Mitspielern. Ja, gucke ich in die Röhre. Und eben auch die Zauber. Teilweise sehr stark, teilweise eher nutzlos. Ja, da muss man so ein bisschen gucken. Also, was ich bei Septima einfach sagen muss, ist, es wird getan, so getan, als wäre das ein bisschen einfacher und es würde ein bisschen schneller gehen als, sag ich mal, so ein Tricarion. Und das stimmt nur zum Teil. Gerade beim vollständigen Spiel würde ich schon sagen, dass wir es hier eher wirklich mit einem Expertenspiel zu tun haben, auch aufgrund der Materialfülle, auch aufgrund der Übersichtlichkeit. Ja, das ist schon ziemlich viel Gehässel, was über den Kennerspielbereich hochgeht. Also wenn ihr Expertenspieler seid und thematische Spiele mögt, dann solltet ihr das auf jeden Fall euch angucken.
Wenn es euch nicht stört, dass so ein paar Zufallselemente da mit reinspielen und wenn euch vor allem dieser Hauptmechanismus, nämlich mit diesem Karten auswählen und überlegen, was machen die anderen wohl, will ich überhaupt gleichziehen? Vielleicht will ich ja auch gar nicht gleichziehen, ne? Will ich gleichziehen oder nicht, wegen meiner Verdächtigkeit oder brauche ich jetzt diesen besonderen Effekt? Wenn euch dieser Hauptmechanismus gut gefällt, dann ist Septima definitiv einen Blick wert. Mir persönlich gefällt Septima auch sehr gut, wird es auch immer wieder spielen. Allerdings sage ich für mich, weil ich diese Frage für mich selber beantworte, gefällt mir dann so ein klassischer, zum Beispiel Worker-Placer-Mechanismus, ein Tick besser. Also sowas wie zum Beispiel bei Tikrarion, dem würde ich ein bisschen den Vorzug geben. Einfach weil mir das mit diesen Karten ein bisschen zu situativ ist. Und man muss auch eins sagen bei diesem Mechanismus. Zwei Punkte spielen da eine Rolle. Zum einen, Septima funktioniert einfach besser in einer größeren Runde, weil da diese Sache mit dem Gleichziehen und auch mit den Gerichtsverhandlungen einfach besser funktioniert. Und das heißt, wenn man es aber zu viert spielt, ja, dann stehen wir eben schon hier vor einem eher längeren Abend und auch einer längeren Erklärungszeit, wenn man es jetzt mehreren Leuten beibringen muss. Also ist eher für eine größere Runde, viele fragen mich ja auch immer bei komplexeren Spielen, ist es gut zu zweit? Man kann zu zweit spielen, aber empfehlen würde ich es euch eigentlich eher zu dritt oder zu viert. Das müsst ihr hier sehen. Und das Zweite ist eben, die Regel sagt, dass ein Teil des Spiels auch ist, über diese Entscheidung, was man auswählt, zu diskutieren. Na, man kann ja seinen Mitspieler fragen, ja, gehst du jetzt auch sammeln, also Zutaten sammeln oder machst du auch Tränke brauen in diesem Zug? Und das kann man natürlich besprechen, ja. Und man kann lügen und man kann die Wahrheit sagen und man kann sich so quasi ein bisschen verbünden und so weiter. Das ist prinzipiell eine schöne Idee. Allerdings muss man sich klar machen, wenn man so spielt, erhöht es die Spielzeit ebenfalls noch, weil man nämlich dann auch noch quasi nicht nur selber überlegen muss, was will ich eigentlich machen, sondern man diskutiert auch noch mit den Mitspielern, was die anderen machen und muss dann vielleicht seine Entscheidung auch noch mal revidieren oder wie auch immer. Ja, also das ist eben auch so ein Thema. Finde ich prinzipiell natürlich ein schöner Gedanke, aber in einem Expertenspiel, was eh schon relativ lang dauert, auch noch sozusagen über die eigentliche Aktionsfindung auch noch zu diskutieren, zieht es natürlich ein bisschen in die Länge und das muss man sich auch klar machen. Vielleicht noch kurz die Frage hier, ne? Wahrscheinlich warten die schon die ganze Zeit drauf. Normale Edition oder Deluxe-Edition. Also erstmal kurz, was heißt, was ist denn das? Was bedeutet das überhaupt? Was ist der Unterschied? Der Preis ist natürlich der Unterschied Nummer 1. Die normale kostet so um die 60 Euro. Für die Deluxe zahlt ihr ungefähr das Doppelte. Ja, ein bisschen weniger vielleicht, aber ungefähr. Was bekommt ihr? Bei der Deluxe bekommt ihr zum einen ist die Erweiterung mit dabei. Die Oben-Erweiterung habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, weil mir das Spiel so auch schon komplex genug war, muss ich sagen. Also ich würde sagen, die Erweiterung braucht man nicht unbedingt. Ist natürlich immer klar, wenn man es dann viel spielt, findet man es geil. Von daher hat man das einfach schon mit dabei, muss man vor allem halt vom Preis her, so kann man halt gut rechnen, was würde die Erweiterung solo kosten. Man bekommt, und das ist natürlich schon mal ein Vorteil, wirklich sehr, sehr schönes, noch besseres Material, wobei das Material im Grundspiel auch schon sehr schön ist. Ja, ob man jetzt wirklich die Ressourcen, ob die jetzt Holzteile sein müssen oder ob es noch schöne Pappplättchen sein können, das muss man halt gucken. Es gibt auch noch schöne Münzen, ja, von diesen Siegpunkten, so Metallmünzen, das ist schon richtig geil. Und das ist jetzt das, was ich sagen würde, der Hauptvorteil oder der Hauptgrund, warum ich vielleicht doch die Deluxe nehmen würde, ist der Game Tray und die dickere Schachtel. Weil da muss ich sagen, das finde ich nicht ganz so geil an der normalen Retail. Die hat natürlich kein Inlay. Ja. Seht euch das mal an hier. Ja, seht ihr das? Also, ich glaube, es ist ein bisschen optimierbar noch. Hat mir jetzt nicht super Mühe gegeben, aber das ist eben auch das Ding. Die Schachtel ist eigentlich nicht dick, nicht hoch genug für das Material in der Retail. Und das stört mich persönlich doch ein bisschen mehr, weil entweder muss man sich jetzt richtig Mühe geben, das so da reinzustapeln, dass es irgendwie zugeht, oder es sieht halt echt nicht so geil aus im Regal. Und man hat immer das Gefühl, man quetscht das Holzmaterial, also das Material so ein bisschen zusammen. Also, dass die Schachtel quasi nicht zugeht in der Retail, ist aus meiner Sicht der größte Nachteil der Retail. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dadurch habe ich ja schon gesagt, ich finde, das Spiel ist eher für das, was es sein will, fast ein Tick zu komplex. Deswegen
tendiere ich eigentlich dazu zu sagen, die Erweiterung braucht ihr nicht. Und dann zahlt ihr halt für die Retail nur die Hälfte. Und im Prinzip zahlt ihr dann, also gefühlt, zahlt ihr für die bessere Schachtel und das Inlay nochmal so viel wie für das Spiel. Ja, das ist die Frage, ob sich das wirklich lohnt und ob man sich das leisten will. Ansonsten, ja, wie gesagt, vielleicht kann man das besser machen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Retail habt und das so reinkriegt, dass die Schachtel zugeht. Ja? Aber das ist im Prinzip mein Fazit. Für mich kommt es auf die Shortliste, dieses Spiel. Es ist wirklich schön. Es richtet sich vielleicht doch wirklich, muss man einfach sagen, es ist halt einfach eher ein Expertenspiel. Mir persönlich, deshalb kommt es nicht auf die Kaufliste, es ist ganz bisschen zu viel Zufall, Glück will ich es nicht nennen, aber Zufallselemente mit drin. Trotzdem ist es ein schöner Mechanismenmix, thematisch wirklich sehr liebevoll umgesetzt. Und ja, Deluxe oder nicht, ist wirklich eine schwere Frage. Ne? Wenn ihr nicht aufs Geld guckt, dann nehmt die Deluxe. Aber ich finde es eher ein bisschen blöd, dass die Schachtel von der Retail nicht zugeht. Ich glaube, so würde ich das sagen. Ich würde euch trotzdem, glaube ich, zu Retail raten. Ne? Das ist irgendwie preis-leistungsmäßig definitiv besser. Aber bitte, Skellig, das nächste Mal macht doch einfach die Schachtel ein bisschen dicker, wenn ihr so viel da reinpackt. Was ja cool ist, dass da so viel Material drin ist. Aber die Schachtel sollte da entsprechend die richtige Größe haben. So, das war es hier, meine kleine Rezension von Septima. Ich hoffe, es hat euch was gebracht und gefallen. Ansonsten, ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet, wie ihr Septima fandet. Und ich bedanke mich fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.